Sunita und Mira feiern Herr Delesi. Das ist Sunita. Sie ist 4 Jahre alt. Sunitas Eltern kommen aus dem Kosovo. Ihre Mama hat ihr erzählt, dass sie aus ihrem Land fliehen mussten, weil dort Krieg war. Sunita hat eine große Familie. Elvira ist ihre älteste Schwester. Sie ist im Kosovo geboren und geht schon zur Schule. Ihre jüngste Schwester heißt Samantha. Sie ist noch ganz klein. Sie ist erst ein halbes Jahr alt. Und dann sind da noch ihre Brüder Safet und Samet. Sunitas beste Freundin ist Mira. Sie gehen gemeinsam in den Kindergarten. Heute Morgen freut sie sich, dass sie ihre Freundin wieder trifft. Sunita, ruft Mira laut, als sie ihre Freundin entdeckt hat. Kaum ist Mira im Kindergarten angekommen, läuft sie auf Sunita zu. Hallo Sunita, wollen wir uns mal wieder verabreden? Oh ja, gern. Wir feiern morgen Herr Delesi. Willst du mitfeiern? Ja, das wäre toll, sagt Mira. Mama, darf Mira morgen mit zu uns kommen nach dem Kindergarten? Wenn Miras Mama einverstanden ist, dann kann sie gern morgen Nachmittag mit zu uns nach Hause kommen und auch bei uns übernachten. Mama, darf ich? Fragt Mira. Na klar, darfst du. Was ist das für ein Fest, Herr Delesi? Davon habe ich noch nie gehört. Ich frage nach, Mami. Und dann, später, erzähle ich dir alles, sagt Mira. Oh ja, gern. Dann bin ich aber gespannt. Am nächsten Tag holt Sunitas Mama die beiden Mädchen vom Kindergarten ab. Auf dem Heimweg gehen sie am Fluss vorbei. Komm, Mira, lass zusammen Blumen pflücken und etwas Flusswasser abfüllen. Das machen wir immer an Herr Delesi, sagt Sunita. Wozu braucht ihr das alles? Fragt Mira. Morgen früh wirst du sehen, wozu wir es brauchen. Lass dich überraschen. Eifrig füllen die Mädchen Wasser in Flaschen. Sie suchen sich die schönsten Blumen aus und sammeln sie in einem Korb, den Sunitas Mama mitgebracht hat. Als sie genug Blumen gesammelt haben, gehen sie nach Hause. Dort angekommen, erwarten die anderen Geschwister sie schon. Bachtalo Herr Delesi, begrüßen Sunita und ihre Mama die Geschwister. Das heißt, fröhliches Herr Delesi. Alle sind aufgeregt. Was ist Herr Delesi? Fragt Mira neugierig. Sunitas Mama antwortet, Herr Delesi ist ein Roma-Fest. Im Kosovo, da wo wir früher gelebt haben, ist es ein sehr bekanntes Fest. Wir feiern, dass sich der Winter verabschiedet und der Frühling wiederkommt. Mit den Blumen und Blättern kommt das Leben zurück. Jetzt müssen wir noch einiges vorbereiten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir helfen, die Wohnung zu schmücken. Ja, das machen wir. Sunita und Mira helfen mit den anderen Geschwistern, die Wohnung zu schmücken. Sie verteilen die Blumen, die sie gesammelt haben, im Wohnzimmer und schmücken damit Regale und Bilder. Die schönsten Blumen stellen sie in eine Vase. Jetzt sieht die Wohnung richtig schön aus, freut sich Sunita. Mira hat ein paar Blumen aufgehoben. Die bringe ich morgen meiner Mama mit. Nachdem sie die Wohnung richtig schön geschmückt haben, sagt Sunitas Mama, jetzt fange ich an, Brot und Süßigkeiten für das Fest zu backen. Wollt ihr mir helfen? Fragt sie Sunita und Mira. Klar haben die Mädchen Lust. Ich helfe meiner Mama auch immer beim Backen, sagt Mira. Am liebsten mag ich Schokoladenkuchen. Kennst du Baklava? Sagt und fragt Sunita. Das kenne ich nicht. Das ist voll lecker. Musst du unbedingt probieren. Die Mädchen haben beim Backen richtig viel Spaß. In diesem Augenblick kommt Sunitas Papa nach Hause. Er hat für das Festessen 2 Schafe besorgt. Bachtalo Bakro, rufen ihm alle Kinder zu und freuen sich, denn wenn das Schaf nach Hause gebracht wird, bedeutet dies, dass Glück ins Haus kommt. Vor dem Schlafengehen legen sich die Mädchen die Sachen zurecht, die sie morgen anziehen werden. An Herr Delesi bekommen jeder neue Sachen, freut sich Sunita. Schau, Mira, ich ziehe morgen das Kleid an. Sunita zeigt ihrer Freundin ihr neues Kleid. Die Mädchen sind ganz aufgeregt, denn morgen ist der große Festtag. Am nächsten Morgen werden die Kinder ganz früh wach. Als sie aufgestanden sind, begrüßt sie Sunitas Mutter mit Bachtalo Herr Delesi. Sie gehen mit der Mutter nochmal spazieren, um frische Blumen zu sammeln. Als sie wieder zu Hause sind, werden alle Kinder gebadet. Die gesammelten Blüten geben sie in das Badewasser. Die Kinder haben beim Baden und Duschen richtig viel Spaß und bespritzen sich gegenseitig mit Wasser. Nach dem Baden ziehen sich alle Kinder neue Kleider an. Auch Mira bekommt ein neues Kleid. Jetzt können wir richtig feiern, sagt Sunitas Mama. Oh ja, freuen sich die Mädchen.
Alle Kinder gehen jetzt nach draußen, denn Sumitas Papa hat ein kleines Feuer angemacht. Die ganze Familie sitzt zusammen. Die Mutter holt viele Leckereien und die Kinder lachen und lauschen gespannt den Geschichten, die im Kreise der Familie erzählt werden. Was bedeutet eigentlich Abdelezi? Fragt Mira. Wir feiern das Fest seit langer Zeit. Ich kenne es noch aus meiner Kindheit. Die Legenden sagen, dass Hidir und Elias sich an diesem Tag getroffen haben. Es gibt viele Geschichten. Eine erzählt, dass Hidir, nachdem er das heilige Wasser getrunken hat, unsterblich geworden ist. Bis heute wandelt er auf Erden und trifft viele Menschen und erfüllt besondere Aufgaben. Am frühen Abend kommen Miras Eltern, um sie abzuholen. Sie werden gleich freudig empfangen und eingeladen, ein wenig mitzufeiern. Gerne nehmen Miras Eltern die Einladung an. Sie gesellen sich zu der Familie und freuen sich, dass ihre Tochter so viel Spaß hat. Sunita, du kannst auch gerne mal kommen und mit uns feiern, wenn du Lust hast, sagt Miras Mutter. Ja, das machen wir. Herzlich gibt Sunitas Mama Mira zum Abschied noch viele Leckereien mit Baklava und selbstgebackenes Brot. Nach dem Wochenende trifft sich die Freundinnen im Kindergarten wieder. Beim Morgenkreis fragt die Erzieherin, wie es den Kindern geht und was sie erlebt haben. Als die Reihe an Mira ist, erzählt sie begeistert von dem Fest Abdelezi. Die anderen Kinder lauschen gespannt. Das will ich auch mal feiern, sagt Mimi. Vielleicht planen wir nächstes Jahr ein gemeinsames Fest hier im Kindergarten, schlägt die Erzieherin vor. Ja, rufen die Kinder laut. Wir feiern Abdelezi.